Ein Freund von dir will sich dein Auto leihen. Und du weißt ganz genau, dass er nicht in der Lage ist, von der Finanzseite her es zu ersetzen, wenn er es kaputt macht in einem Unfall. Und er sagt auch noch, dass er das nicht ersetzen will. Meine Frage an dich, würdest du ihm dein Auto leihen? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr rufen uns Hunderte von Menschen an, von Unternehmern an, die sagen, Mensch, Herr Schäfer, gibt es nicht Fördermittel, die wir beantragen können? Und meine Aufgabe ist es dann, diesen Menschen dabei zu helfen, die richtigen Fördermittel herauszufinden, die richtige Finanzierungsmittelstruktur zusammenzusetzen und dann auch die Anträge so zu stellen, dass die Wahrscheinlichkeit höchstmöglich ist, dass sie auch bewilligt werden. Nun, und dann kommt meistens die Frage des Gründers oder sogar des Geschäftsführers einer Kapitalgesellschaft. Ja, Herr Schäfer, muss ich denn dafür haften für diese Fördermittel? Und diese Frage, die erstaunt mich ein wenig. Denn was damit inhärent implizit gesagt wird, ist, dass jemand sich Geld von anderen leihen will, damit ein gewisses Risiko eingehen will und wenn es dann schief läuft, die Verantwortung nicht tragen will. Wir haben es also hier mit Menschen zu tun, die die Verantwortung ablehnen. Und genauso wie es dir geht, wenn du diesen Anruf bekommst von deinem Freund, der sich dein Auto leihen will, aber du weißt, der will und kann es gar nicht ersetzen im Schadensfall, genauso geht es auch den Banken. So ähnlich geht es auch den Fördermittelinstituten und auch den Investoren, wenn sie diese Haltung der Verantwortungslosigkeit hören. Deshalb meine Empfehlung wäre es, dass du dir einfach mal Gedanken machst, ob es ein gesundes unternehmerisches Verständnis ist, sich Gelder, sich Mittel, Ressourcen von anderen zu leihen, mit der Einstellung, wenn es daneben geht, hafte ich nicht. Auf der anderen Seite gibt es einige wenige Förderprogramme, wo du nicht haftest. Aber das sind in der Regel Entwicklungsprojekte von Prototypen, wo es darum geht, eine technologische Innovation fertigzustellen, eine Neuerung, wo klar ist, dass das Risiko bei diesen Entwicklungsvorhaben sehr groß ist. Nur die Masse der über 10.000 Förderprogramme, da stehst du persönlich in der Haftung. Denn du beantragst die meisten Förderprogramme über die Hausbank, die mit 20% mindestens haftet. Und die Hausbank stellt dann die Förderanträge entweder bei der Landesbank oder bei der KfW-Bank oder über die KfW-Bank an europäische Fördertöpfe gerichtet. Und alle Mittel, die du dann bekommst, nun, die fallen nicht vom Himmel. Die hat Herr Staat auch nicht heimlich in seinem Keller gedruckt, sondern all diese Mittel sind in der Regel die Ressourcen, die deine Mitbürger, die Generationen aus der Vergangenheit in Form von Steuern einbezahlt haben und die dir treuhänderisch zur Verfügung gestellt werden, zu sehr günstigen Zinssätzen und Optionen. Das bedeutet also, dass du, egal ob du Einzelunternehmer bist oder geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH, mit mindestens 10% Anteilen als Geschäftsführer immer eine zweckgerichtete, eine Bürgschaft abschließen musst, die dann der Bank sagt, jawohl, hier haben wir es mit jemandem zu tun, der sich nicht nur ein Auto ausleiht, sondern auch bereit ist, Verantwortung zu tragen, wenn er damit einen Schadensfall produziert hat. Die Frage, die sich jetzt viele stellen, warum sind das überhaupt Fördermittel, wenn ich dafür haften muss? Nun, es gibt zwei Kategorien von Fördermitteln. Die einen, dafür haftest du, das sind rückzahlbare Darlehen. Die anderen, das sind Zuschüsse, die musst du nicht zurückbezahlen. Nur, wenn du sie zweckentfremdest und nicht richtlinienkonform. Und die Darlehen, die sind deshalb Fördermittel, weil du sie überhaupt bekommst. Denn normalerweise musst du bei einer Bank mindestens 3 Jahre Jahresabschlüsse, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung vorlegen. Die sollten auch noch positiv sein. Die Fördermittel, die haben den Vorteil, dass du auch als Gründer Geld bekommst aufgrund eines Geschäftsplans. Die Fördermittel haben den Vorteil, dass du die Bürgschaft nicht selbst bringen musst, sondern dass die KfW beispielsweise mit 50% oder 80% eine Bürgschaft übernimmt oder die regionalen Bürgschaftsbanken. Und der dritte Vorteil ist, dass die Zinsen subventioniert sind. Denn du bist zunächst erstmal ein Risikofall mit deinem Konzept. Und ein Risiko, ein hohes Risiko, wird belohnt mit hohen Zinsen. Und diese Zinsen werden aber nicht bei 10% oder 15% liegen, sondern aufgrund der Subvention auf 5, auf 4, auf 3 oder noch weniger Prozent reduziert. Und der absolute Hammer ist, dass du häufig noch zu Beginn eine tilgungsfreie Zeit hast von 1, 2 oder mehr Jahren. Manche Förderprogramme bieten sogar eine tilgungsfreie Zeit bis zu 7 Jahren an. Zusammengefasst haben also die Fördermittel trotz der Tatsache, dass du sie zurückzahlen musst, eine ganze Menge Vorteile. Und ich lade dich ein, auch aus einem anderen Grund umzudenken. Denn die Eigenverantwortung gegenüber Gelder anderer Menschen, auch wenn es der Staat verwaltet,
Diese gleiche Verantwortung schlägt sich nieder auf alle deine Firmen und Lebensbereiche. Wenn du also hier noch nicht Verantwortung übernommen hast für anvertraute Mittel, dann kann es auch sein, dass du bei deiner Gesundheit, bei der Beziehung, bei Freundschaften, bei allen anderen Besitztümern, die dir andere anvertrauen, sei es deine Wohnung oder sonstige Leasinggegenstände, ähnlich umgehst. Das Ziel sollte also auch hier sein, dass es für dich ganz selbstverständlich ist, wenn du etwas geliehen bekommst, dass du es zurückgibst. Denn das Leben ist ein Geben und ein Nehmen. Es gibt keine verlorenen Ressourcen oder Energien. Und glaube mir auch, die Berater, die dich unterstützen, die werden wahrscheinlich mehr motiviert sein, dich zu unterstützen, wenn du diese Haltung an den Tag legst. Die Bank, wenn du bei der Bank sitzt und sagst, ich zahle das zurück, komme, was da wolle, die werden dir auch eher einen Kredit geben. Und du wirst auch bessere Geschäftspartner und Kunden finden, wenn du diese Haltung der Verantwortung verinnerlichst und sichtbar auslebst. Solltest du noch Fragen dabei haben, deine Fördermittel zu beantragen, vielleicht auch viele Zuschüsse zu bekommen, die tatsächlich nicht rückzahlbar sind, dann kannst du jetzt gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne aber auch kannst du hier den Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deines Vorhabens. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du